Klaus trifft Frauenfußball. Gespräche und Interviews. Respektvoll, informativ, cool. Viel Spaß mit meinem Gast. Eine neue Ausgabe Klaus trifft Frauenfußball. Heute habe ich einen Gast, den viele, viele kennen, der etwas älteren Generation. Das ist die Martina Müller. Martina, du hast ja wahnsinnig viele Auszeichnungen, Titel gewonnen. Wenn man das mal alles so durchliest, das ist ja unglaublich. Du bist Weltmeisterin, zweifache Europameisterin. Du hast die Bronzemedaille gewonnen, die Olympische. Du hast Champions League, deutsche Meisterin, DFB-Pokal sogar das Triple mit VfL Wolfsburg. Ist wirklich hervorragend, was du für eine Vita hier vorzuweisen hast. Persönliche Auszeichnung, Silbernes Lorbeerblatt, Niedersächsische Sportlerin des Jahres 2007, Wolfsburg-Sportlerin des Jahres 2007, 2009 und 2012. Dann Nordhessen-Sportlerin 2004, 2007, 2011, 2013. Dann gibt es die Sportmedaille 2008, Niedersachsens Fußballerin des Jahres 2008, Fußballerin des Jahres 2013, zweite bei der Wahl Europas Fußballerin des Jahres 2014. Ja, dazu wirklich nochmal Respekt, Hochachtung und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch in meiner Talkrunde, in meinem Talk. Das ist ja eine unglaubliche Liste. Was war denn für dich der bedeutendste Titel aus dieser ganzen Liste? Ja, hallo erstmal, hallo Klaus. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich ja hier ein bisschen erzählen kann. Und du hast viel aufgezählt. Vieles habe ich gar nicht mehr so im Kopf und die Liste kannte ich gar nicht so detailliert. Also ja, ich habe mich jetzt nie an den ganzen Auszeichnungen oder so gemessen, sondern es ist schön, dass ich die alle erreicht habe und ich bin auch sehr stolz drauf, aber ja, habe ich noch nicht so oft reingeguckt. Ja, welcher Titel war am schönsten? Also ich glaube, jeder an sich natürlich, aber besonders, und das erwähne ich immer wieder, ist natürlich gerade das Triplejahr gewesen für mich. Also mit dem Verein, mit dem ich in die zweite Liga abgestiegen bin, am Ende 2013 das Triple zu gewinnen mit deutscher Meisterschaft, Pokalsieg und der Champions League, mit den Menschen, mit denen ich tagtäglich ja auf dem Platz zusammengearbeitet habe, viel Freizeit miteinander verbracht habe und mit meinem Herzensverein das zu erreichen, was nie jemand irgendwie gedacht hat, dass das Wolfsburg jemals schaffen könnte, das ist so doch das Highlight meiner Karriere. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, man sieht ja immer wieder, es ist nicht ganz einfach. Man muss sich ja auf drei Wettbewerbe konzentrieren. Man hat einen großen Kader und trotzdem erreicht man es halt nicht. Ne? Also, tolle Sache. Ja, Chapeau. Ne? Ja, danke. Ja, absolut, also man kann da nur den Hut vorziehen. Aber der Nazio, hast du auch 101 Länderspiele? Mhm. Und wie viele Tore haben wir denn da geschossen, weißt du? Ich glaube 37, irgendwie so um ja. Den Dreh rum, glaube ich. Ja, kann sein, ja. Sehe ich. Ja. Ich groß nicht. Aha. Was ist denn mit der Nazio so das Größte gewesen? Ich denke mal die Weltmeisterschaft, ne? Ja, sicher. Weltmeister zu werden, das war ja war unglaublich. 2003, 2007. Olympia natürlich für jeden Sportler ein Riesen-Event und ich bin unendlich dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte 2004 in Athen, weil man trifft einfach ja außerhalb seines Sports einfach mal Sportler in der Mensa in einem ganz ungezwungenen Rahmen. Fand's schade, was, und ich glaube, es ist heute noch so, der Fußball ist natürlich immer irgendwo von seinen Sportstätten während der Olympiade ein bisschen außerhalb tätig. Und so hatten wir nur ein paar Tage damals im Olympischen Dorf in Athen.
Aber selbst das war großartig, so die ganzen Sportler da zu treffen und auf einem Haufen zu sehen. Ja, das glaube ich. Weißt du noch, wen du da so getroffen hast für die Zuschauer? Also spontan fällt mir jetzt keiner ein. Lustigerweise ist nur, dass wir damals im Deutschen Haus zusammen mit der Hockey-Nationalmannschaft gefeiert haben. Die Frauen haben ja damals 2004 auch olympisches Gold in Athen geholt. Und viele Jahre später, als ich dann bei Volkswagen angefangen habe, habe ich dann jemanden kennengelernt. Und wir haben hinterher festgestellt, dass wir 2004 zusammen im olympischen Dorf gefeiert haben, weil sie nämlich damals Hockey-Nationalspielerin war. Und dann hat sich irgendwie doch wieder der Kreis geschlossen. Und ist dann schön, weil wir doch, wenn wir über dieses Event reden, wir waren beide ganz nah dran. Und das sind so Erinnerungen. Und wenn man die dann noch mit Menschen teilen kann, mit denen man jetzt zusammen den Job macht, ist das schon schön. Ja, und diese Erinnerungen, die sind ja auch nachhaltig, ne? Man kann viel erzählen. Internationale Begegnungen, die du gemacht hast, auch in der Champions League ja auch viele verschiedene Länder kennengelernt hast, Nationen. Das ist doch ein Schatz, ne, der wertvoll ist. Ja, definitiv. Ja, wie hat deine Karriere denn überhaupt angefangen? Oder deine Vita? Wo hast du denn begonnen, Fußball zu spielen? Ja, begonnen habe ich, ich glaube, so mit 4, 5 Jahren bei mir im Heimatort in Kaufungen. Damals waren natürlich so Mädchen- und Fußballspielen noch nicht so wirklich verbreitet. Und so hat man uns auch damals irgendwie anfangs empfangen. Und deswegen bin ich auch nicht lange in meinem Heimatort geblieben, sondern bin einen Ort weitergewechselt. Da wurden wir voll und ganz akzeptiert und haben, ich glaube, insgesamt waren wir 3 oder 4 Mädchen und ein paar Jungs, haben wir dann die F-Jugendmannschaft in dem Ort gegründet. Und so eine schöne Geschichte, dass man mit 4 Mädchen erst die Möglichkeit hatte, dann auch eine F-Jugend-Jungsmannschaft zu stellen. Und da bin ich groß geworden und habe später dann nochmal in der Heimat in der C-Jugend gespielt, also in meinem Heimatort. Und bin dann, glaube ich, so mit 16 in die Frauenmannschaft gewechselt. Damals war es ja so, man durfte nur bis zur C-Jugend im Jungsbereich Fußball spielen und dann musste man einfach in eine Mädchenmannschaft wechseln. Ja, und bin dann nach Calden, zum TSV Jahn Calden gewechselt und da habe ich ja auch dann meine ersten Oberliga-Erfahrungen gemacht und von da ging es dann stetig ein Stück weit nach oben Richtung Bundesliga. Ja, ist auch interessant. Du hast mit den Jungs zusammengespielt. Das wird vielfach, nicht für gut geheißen. Wie findest du das? Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, mit den Jungs zu spielen, weil man einfach vom Zweikampfverhalten und vom Kopf her einfach nochmal einen Ticken schneller wird. Und deswegen begrüße ich es schon, wenn man bis zur B-Jugend, glaube ich, ja mittlerweile bei den Jungs kicken darf. Und ich glaube, die Spielerinnen, die mittlerweile irgendwo Nationalmannschaft spielen, die werden das auch bestätigen. Und die meisten haben ja auch selbst, bis es nicht mehr ging, irgendwo in den Jungsmannschaften gespielt. Bei uns war es dann irgendwann so, dass wir sogar, als wir schon im Frauenbereich gespielt haben, also ich war zum Beispiel, habe in Bad Neuenahr gespielt und bin dann zum ersten FC Köln noch einmal die Woche zum Training gegangen in die Jungsmannschaft. Das war dann auch so eine Vorgabe vom DFB, weil man einfach nochmal ganz anders in die Zweikämpfe gehen muss und robuster wird. Ja, ich denke, da gehe ich d'accord, also da stimme ich voll überein. Aber ich denke mal, es sollte auf freiwilliger Basis sein und nicht gezwungen. Ne? Nein, also jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, dass es jeden, der mal ein bisschen höher spielen möchte, weiterbringt. Weil es ist einfach man erlangt viel mehr Robustheit und muss sich da auch ganz anders durchsetzen. Und ich glaube, dass es nur jede Spielerin nach vorne bringen kann. Ja, die Spielerin, die ich bisher interviewt habe, Bundesligaspielerin, die haben das alle bestätigt. Also, dass es für sie wirklich wichtig war, mit den Jungs zusammenzuspielen. Ja. Auch irgendwelche Ruppigkeiten gab es da nicht von der Jungsseite. Und wenn es mal war, dann haben die Jungs das Mädchen in Schutz genommen und haben dann gesagt, hey, pass mal auf. Ne? Ja, ist so. Und manche haben auch dann
den anderen mal über die Klinge springen lassen, ne? Wenn es dann mal so, wenn es mal ruppig wurde. Ne? Aber das war nicht, war vereinzelt. Ne? Nee, also ich, wie gesagt, ich bin ja auch zu der Zeit mit den Jungs, mit denen ich Fußball gespielt habe, auch zur Schule gegangen. Und für mich war es ganz normal, auch nach der Schule ging es für mich als erstes auf den Bolzplatz. Und das waren ja lang genau die, mit denen ich dann im Verein gespielt habe. Und ja, es war einfach eine schöne Zeit und die möchte ich auch nicht missen. Du hast das ein tolles Wort gebraucht, Bolzplatz. Das war früher ja für Jungs und Mädchen der Beginn. Also das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung, die man da auch macht. Mhm. Ne? Ja, also ich bin groß geworden auf dem Bolzplatz. Also bei uns gab es entweder Ascherplatz oder es war halt so ein Schotterplatz. Und meine Eltern, die wussten immer, wo ich bin. Ich brauchte damals, hätte ich kein Handy gebraucht, weil mich hat man entweder auf dem Sportplatz oder auf dem Bolzplatz um die Ecke bei uns neben dem Spielplatz gefunden. Und ja, da haben wir halt eine Lederball rausgeholt und dann ging's los. Und dann, wenn es abends dunkel wurde, dann musste man, okay, jetzt musst du vielleicht mal nach Hause gehen, musst du vielleicht noch Hausaufgaben machen und was essen. Und ja, dann geht man ins Bett und so ging es am nächsten Tag weiter. Und das war eine schöne Zeit, weil man brauchte kein Handy, man wusste einfach, wo auch die Freunde sich treffen. Ja, das war früher ganz normal. Das war, ja, genau. So hat man sich ausgebildet. Man hat locker Fußball gespielt. Sicherlich wollte man auch gewinnen, wenn man dann mal, weiß ich, 3 gegen 3 oder 5 gegen 5 gespielt hat. Aber man hat sich doch selber auch entwickelt. Also technisch und Zweikampfstärke, ne? Das war schon prägend, ne? Lina Magul ist ja auch auf dem Bolzplatz groß geworden, ne? Und das sieht man ja heute auch noch, ne? Ja, sie hat natürlich eine enorme Technik. Also muss man schon sagen, ich kenne Lina ja auch von Wolfsburg und was sie am Ball kann, was sie an Übersicht hat. Und das ist schon große Klasse. Ja, und so Überraschungsmomente, ne? Wo keiner mit rechnet, ne? Hat sie dann auch. Dann, und das hat sie auch im Bolzplatz dann sich beibringen lassen. Ne? Ja. So, jetzt bist du nach all den Jahren gewechselt in die Regionalliga zum TSV Bamke. Mhm. Was hat dich dazu motiviert, nochmal in der Regionalliga Fußball zu spielen? Naja, geplant war das alles nicht so. Ich hatte ja meine Profikarriere 2015 beendet, habe mir dann erstmal ein halbes Jahr Auszeit gegönnt und war ja zwischendurch dann in der Bezirksliga für den STV Holzland tätig. Mit denen sind wir dann in die Landesliga aufgestiegen und ja, irgendwann haben aber immer mehr in meinem Alter halt aufgehört und die Jugend kommt natürlich nach und ja, dann verändert sich halt vieles so. Und dann habe ich gedacht, ich hatte schon länger die Anfrage von Marcel Kirchhoff, meinem Trainer, meinem jetzigen Trainer, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht doch nochmal ein bisschen höher Fußball zu spielen. Bamke hat ja damals in der Oberliga gespielt und irgendwann habe ich gedacht, entweder du hörst jetzt ganz auf oder du wagst es einfach nochmal in der Oberliga zu spielen. Und ich kannte ja auch aus Wolfsburg-Zeiten Jana Burmeister, die ja mit da schon im Bamke gespielt hat, mit einer Leonie Stenzel und mit einer Katharina Runge. Das waren Spielerinnen, die waren mir schon ein Begriff. Und ja, so kam es dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich wage den Schritt und ich wechsle nochmal in die Oberliga. Dass man natürlich in dem Jahr den Aufstieg in die Regionalliga schafft, habe ich natürlich nicht geglaubt oder ich habe damit auch nicht gerechnet. Und ja, dann habe ich gesagt, also wenn wir jetzt schon den Aufstieg geschafft haben, dann würde ich natürlich auch gerne noch mal ein Jahr in der Regionalliga spielen und gucken, ja, wie ich noch so mithalten kann. Ja, und man sieht, du gibst deine Erfahrung halt weiter, ne, an andere Generationen. Ne? Machst du das gerne? Ist das so dein Charakter? Also ich gebe gerne das, was ich aus meiner Profikarriere mitgenommen habe, auch gern weiter, aber ich profitiere auch ganz, ganz viel von den jungen Spielerinnen. Also die halten mich enorm ja, jung und es macht unglaublich viel Spaß, weil es auch unheimlich lustig auch ist mit den ganzen Küken und man zwischendurch mal feststellt, oh mein Gott, die Eltern der Spielerinnen sind ja sogar jünger als ich. Und das ist dann immer... waren dann immer so Momente, wo ich dachte, oh, du bist alt, aber ich fühle mich einfach nicht so. Ich meine, bin gesegnet damit, dass ich ja nie große Verletzungen in meiner Karriere hatte und warum soll ich das nicht ausnutzen und ja noch dem nachgehen, ja dem Sport nachgehen, den ich über alles halt liebe und ja, wo es dann halt
ja, immer noch kribbelt und mir unheimlich viel Spaß macht. Ja, das ist ja klasse. Was, du hast ja von Küken gesprochen. Wenn jetzt es kommt zum Sprinttraining, was machen die Küken? Nehmen die Rücksicht auf die ältere Frau oder ziehen die vorbei? Die ältere Dame ist sicherlich nicht mehr so schnell, wie sie vielleicht zu meinen Hochzeiten war, aber die alte Frau zieht auch noch ein paar junge Küken ab. Ich habe das mit der alten Frau vermieden. Früher ist man ja von der Mittelstürmerposition so langsam zurückgewandert auf die Libero-Position. Was spielst du denn im Augenblick bei Bamke? Also ich hab bis zum Ende der Saison habe ich im Sturm gespielt. Ich glaube, ich bin da auch am besten aufgehoben, weil ich Ah ja. einfach weiß, wo das Tor steht. Bin auch schon bei Wolfsburg mal im Mittelfeld gewesen, aber eher alles offensiv, weil mich möchte man nicht in der Abwehr haben, definitiv nicht. Also ich möchte mir auch nicht in der Abwehr haben. Ich würde da Sachen machen, da würden sie, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, weil du weißt ja, wo das Tor steht, ne? Es könnte auch Ja. mal falsch einschlagen, ne? Nee, ist Kann ich schon mir. ganz gut so. Ja, gut. Aber ja, das stimmt, dass viele irgendwann am Ende der Karriere in der Abwehr landen. Ja, ist wahr. Bei den Männern ist es so, ne? Dass du zum Schluss warst du als Libero. Du arbeitest als kaufmännische Angestellte bei VW. Wie lässt sich das so vereinbaren, Regionalliga, Büro? Ja, wir trainieren dreimal die Woche Ja. mit Bamke. Also wir trainieren Dienstag, Mittwoch und Freitag immer um 18:30 Uhr. Und von daher kann ich das ganz gut vereinbaren. Ich gehe vormittags ganz normal arbeiten, wie alle anderen Spielerinnen auch, und gehe dann abends ins Training. Und ja, am Wochenende ist man dann ja meistens den ganzen Sonntag unterwegs. Ein Spiel in der letzten Saison, ja, gegen Meppen, da sind wir dann auch schon mal 2 Tage gefahren. Und ja, dann kommt man sonntags abends zurück und geht montags wieder arbeiten. Das ist alles so normal. Das habe ich auf der Rückwand die Karte mal abgebildet. War zufälligerweise bei euch auf der Homepage. Ihr habt die weitesten Anfahrten, beziehungsweise die Gegner, ne? Ja, die Gegner, also die Gegner zu uns und wir zu den Gegnern, das stimmt schon. Also wir sind ja sehr, sehr zentral, aber ich weiß, in Nordhessen, in dem Verein, wo ich früher gespielt habe, ja, Kalten, das ist bei denen genau andersrum, in die andere Gegend, Richtung Süden. Die haben auch immer die meisten Anfahrten, weil sie halt auch sehr zentral liegen und genauso an der Schnittlinie. Ja, das ist für manchen Gegner eine weite Fahrt, ne? Ja. Ja, okay. Aber geht es dann auch mit Übernachtung? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, ne? Ja, wir haben in Meppen übernachtet, aber wir müssen halt auch immer mal gucken. Also wir sind ein kleiner Dorfverein, wir sind natürlich angewiesen auf unsere Sponsoren, und wenn dann mal ja, Geld da ist und man das dafür nutzen kann, dann versuchen wir das halt auch. Aber man muss halt immer die Kirche im Dorf lassen. TSV Bamke ist ein Mini-Verein an der Autobahn, an der A2. Ganz kleines Dorf, aber mit ganz viel Herz und ganz vielen ehrenamtlichen Menschen im Hintergrund, die überhaupt ja dieses Abenteuer Regionalliga erst möglich machen. Das habt ihr heute in der Pokalauslosung Viktoria Berlin bekommen. Das ist auch schon das nächste Abenteuer, ne? Gegen diesen einzuspielen, diesen Genau, Honigkäfer. ich habe genau, also ich habe ja für dieses Jahr eigentlich gesagt, dass ich aufhöre. Also ich höre in der Regionalliga auf. Ich spiele nur für die zweite Mannschaft in Bamke, weil einfach der Aufwand jetzt mittlerweile Regionalliga bezogen halt sehr groß ist. Aber ich habe gesagt, wenn wir ins DFB-Pokal in den DFB-Pokal einziehen, dann würde ich schon das Spiel noch mitmachen. Und ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich es trainingstechnisch hinkomme, weil ich natürlich keiner Spielerin den Platz wegnehmen möchte, die bis dato die ganze Vorbereitung mitgemacht hat. Aber ich würde es mir schon wünschen, wenn ich vielleicht an dem Spiel noch auf der Bank sitzen dürfte. Das wird ein echtes Highlight, ne? Also könnte ich mir vorstellen, Viktoria Berlin, sicherlich in der Aufstiegsrunde gescheitert, aber ein Verein für Zukunft, ne? Der von vielen Sponsoren unterstützt wird oder Sponsorinnen auch. Das wird bestimmt ein tolles Spiel Ja. mit vielen Zuschauern. Ja, wir hatten sie ja letztes Jahr in der Vorbereitung als Vorbereitungsgegner in Bamke. Wir hätten natürlich gerne ein Heimspiel gehabt.
ist jetzt leider ein Auswärtsspiel, aber damit müssen wir leben. Ich würd mir wünschen, dass wir einen richtig guten Tag haben und das Spiel irgendwie gewinnen können und dann in die zweite Runde in den DFB-Pokal einziehen könnten. Aber es wird nicht einfach. Wir wissen, was hinter Viktoria Berlin steckt und werden trotzdem alles dran setzen, den TSV Bamke ja gut zu präsentieren. Das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, das wird ein Highlight und vielleicht gibt es dann danach nächstes Highlight, ne? Zu wünschen wäre es euch. Schön wäre es und dem Team würde ich und dem ganzen Verein würde ich es natürlich wünschen. Wünschenswert wäre wahrscheinlich Wolfsburg oder Bayern, ne? Genau, viele würden sich Bayern wünschen, aber ich weiß nicht, ob es in der zweiten Runde nochmal eine Teilung gibt. Was bin ich jetzt auch überfragt? Mhm. Das könnte natürlich sein, aber wäre natürlich schon grandios, in Bamke gehen, im VfL Wolfsburg zu spielen und ja, mal gucken, wir schauen, wir sind gespannt. Ja, genau. So, jetzt geht's im Augenblick in die Vorbereitung deutsche Nationalmannschaft. Ich war am Wochenende, hatte das Glück, ich war bei den Media Days des DFB. Die Mädels sind ja voll fokussiert auf die Vorbereitung WM. Das hast du ja alles schon mal mitgemacht. Wie ist so dieses Gefühl, sich präsentieren zu müssen, Tag für Tag, Hochform? Ja, man darf sich ja kaum noch wieder erlauben. Ne? Ja, genau. Es ist nicht einfach. Also gerade als Spielerin, wo man jetzt weiß, für mich geht es darum, fahre ich mit zur WM oder werde ich vorher aussortiert? Das ist ein enormer Druck, den man da jeden Tag verspürt, weil ja, man steht halt absolut unter Beobachtung und man muss einfach gucken, dass man die Wochen vor der WM sein Bestes abruft. Man hat eine lange Saison ja auch hinter sich. Trotzdem muss man gucken, dass man alles reinwirft in die Trainingseinheiten und ja, am Ende muss man dann gucken, ja, habe ich es geschafft oder nicht? Aber es ist ein enormer Druck und es tut auch unheimlich weh, wenn man nach einer langen Vorbereitung ja dann gesagt bekommt von der Trainerin, dass es nicht geklappt hat. Auch den Fall hatte ich schon mal, dass mir nach einer langen Vorbereitung gesagt wurde, hat nicht gereicht. Ich hatte vorher auch eine Meniskus-OP und ich bin einfach nicht so fit geworden, habe trotzdem alles gegeben und bin dann 2008 nicht mit zu Olympia zum Beispiel gefahren. Und ich weiß, dass es für eine Trainerin schwer ist, den Spielerinnen das mitzuteilen, aber für eine Spielerin bricht da erstmal eine Welt zusammen. Und ja, der Tag der Entscheidung, das ist schon, ja, das ist schon komisch. Irgendwie sitzt man in seinem Zimmer. Also damals, weißt du, man hat entweder in seinem Zimmer gewartet und hat geguckt, kommt die Trainerin noch vor Abreise oder nicht. Man hat immer gehofft, hoffentlich klopft es nicht. Oder irgendwann war es dann so, dass wir Anrufe bekommen haben. Dass man dann einen Anruf bekommen hat, hey, pass mal mit Martina, hat halt nicht gereicht oder irgend sowas. Und es ist schon nicht einfach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine enorme Belastung. Umso mehr muss man die Mädels bewundern, wie sie diesen Mediatag hinter sich gebracht haben. Sie waren freundlich, offen, nett. Mhm. Haben alle Fragen beantwortet, immer zuvorkommend. Also überhaupt nicht irgendwie so abwehrend oder so. Und unter diesem Druck. Dann habe ich das Training gesehen am nächsten Tag und muss sagen, ja, da standen dann so mehrere Trainer, Co-Trainer. Martina Voss-Tecklenburg auf der kleinen Tribüne hat von oben runtergeguckt und hat dann eben halt so bei 10 gegen 10 zum Beispiel die Laufwege beobachtet, natürlich auch die Ballkontrolle und sowas. Ja. Ja, das ist schon, kann ich mir vorstellen, nicht ganz einfach. Nee, die Technik ist jetzt auch schon ein Stück weiter. Es ist wahrscheinlich mittlerweile so, dass da auch schon jede Trainingseinheit vielleicht gefilmt wird. Die Trainer können danach nochmal analysieren, ja. Nicht nur den Moment, sondern können halt wirklich nochmal genau gucken, wo denn vielleicht bei der einen oder anderen Spielerin die Defizite vielleicht noch liegen und wo es dann am Ende vielleicht nicht reicht. Und ja, die Testspiele sind natürlich da auch ein Gradmesser. Und ja, die Kritik nach dem letzten war natürlich nicht so gut. Waren dann natürlich wahrscheinlich auch viele Spielerinnen, die ja aus der zweiten Reihe angreifen. Und ist natürlich dann schwierig, weil man so nach dem ersten Lehrgang, dann erste Länderspiel, war nicht so gut. Ist nicht einfach, aber man wächst dran. Also man wächst an seinen Aufgaben und muss sich da auch ein Stück weit ja ein dickeres Fell anlegen, damit man sich da auch selbst ein Stück weit schützt. Ja, die Spielerinnen haben das sehr sachlich gesehen, haben das auch für sich als Chance
gesehen, wenn sie Fehler machen, dass sie dann nochmal lernen und das besprechen können. Also sie geben halt nicht auf, ne? Also auch die zweite Reihe nicht, ne? Die sogenannte zweite Reihe. Ja, wäre auch falsch. Also ich weiß, dass man, wenn man dranbleibt, es irgendwann bekommt man den Lohn dafür. Also bei mir war es dann halt, wenn ich dann beim Turnier dabei war und wir hatten dann Ersatzspielertraining, ja, dann habe ich Gas gegeben. Weil ich habe Gas gegeben, weil ich wollte, dass es vielleicht im nächsten Spiel reicht. Und wenn es nur für eine Einwechslung ist. Aber die Trainerin sollte sehen, dass ich möchte und dass ich nicht nur hier zum Spaß bei der WM dabei bin, sondern dass ich spielen möchte. Und so habe ich meine Einsatzzeiten auch bei den WM, bei der WM 2-3 und auch 2-7 bekommen. Und am Ende habe ich ein Tor geschossen, ich habe einen Elfmeter rausgeholt. Hatte dann irgendwann natürlich meinen Ruf als Edeljoker, weil ich einfach eine Spielerin war. Die konnte man halt in ein laufendes Spiel reinwerfen. Die hat nochmal für Druck gesorgt, die hat nochmal für Unruhe gesorgt. Und gegen Japan habe ich dann halt durch meine Quirligkeiten Elfmeter rausgeholt. Und das sind auch Spielerinnen, die braucht man. Und dessen sollte sich halt jeder bewusst sein. Das sind nicht nur die Spielerinnen, die elf, die auf dem Platz stehen, immer von Anfang an, sondern es ist enorm wichtig, was man für eine Bank hat. Weil wenn die Bank nicht mitzieht, dann kann man kein Turnier gewinnen. Und das muss man sich immer auch als Spielerin, die unter den ersten Elf ist, immer vor Augen führen, dass es nur gemeinsam geht. Also mit dem gesamten Team. Die Elf, die auf dem Platz stehen, die auf der Bank sitzen, das ganze Team hinter dem Team, nur zusammen wird es funktionieren, dass man einen Titel holt. Ich glaube, da ist Martina Voss Tecklenburg genau die Richtige. Die zieht das Team, nicht unbedingt die Einzelne. Sicherlich lobt sie auch mal die einzelne Spielerin, aber insgesamt das Team und nimmt auch das Team in die Verantwortung, wenn es mal schlecht läuft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Also ich habe Martina ja auch als Spielerin noch kennengelernt. Also als ich damals in die Nationalmannschaft kam, war sie auch noch da, kurze Zeit. Und also ich habe sie auch als sehr, sehr offene Mensch kennengelernt, mit dem man immer reden kann, auf dem man immer zugehen kann. Und ich glaube, dass wird auch als Trainerin noch so sein und sie sieht vielleicht ja auch aus der Perspektive dann von der ehemaligen Spielerin, dass man ja jede Spielerin für ein Turnier benötigt und es kann immer mal jemand ausfallen und dann braucht man vielleicht die Nummer 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und man muss den Leuten immer das Gefühl geben während eines Turniers, dass sie auch wichtig sind und ich glaube, das schafft sie. Ja. Und das merkt man halt auch der Mannschaft an. Also es wirkt immer sehr homogen. Ja, das ist auch das bei dem Media Day wirklich. Das war eine homogene Einheit. Sie haben toll mitgemacht bei der ganzen Veranstaltung und auch beim Training hat man das auch wieder gesehen. Ich glaube, das ist ja viel wichtiger als diese Interview-Session da. Beim Training konnte man wirklich erkennen, sehen, dass die alle wollen. Ne? Also waren voll fokussiert auf die einzelnen Übungseinheiten. Ne? Da war ja alles dabei. Technik, Doppelpass und Ball an- und Mitnahme, Zielgenauigkeit, 10 gegen 10, einer mit einem 10 auf dem Tor, mit Torwart und die anderen mussten 4 Tore verteidigen. Ja. Ja, dass man schön immer verschiebt. War alles dabei und die waren voll fokussiert. Ja, man muss jetzt in den ersten Lehrgängen die Grundlage schaffen und hinterher geht man natürlich viel spezifischer auf die Abläufe einfach ein, auf das Spielsystem und solche Sachen dann halt. Ja, das waren die Basics. Das waren die sogenannten Basics. Alle Spielerinnen haben gesagt, wir müssen an unseren Basics arbeiten, die wir gegen Vietnam halt nicht so gut gemacht haben. Es war wirklich die Trainingseinheit der Basics. Wie schätzt du die Chancen dieser jungen Mannschaft ein bei der WM? Also, wenn man in der deutschen Nationalmannschaft spielt, dann gehört man immer zum Favoritenkreis. Das ist einfach so. Und auch wenn die Vorbereitung vielleicht, das Vorbereitungsspiel jetzt für viele Außenstehende vielleicht jetzt nicht so gewirkt hat, als wenn man irgendwann während der WM auch als Favorit gelten könnte, gehört man einfach dazu. Deutschland hat immer die Chance und das haben sie auch bei der EM bewiesen. Da hätte auch keiner damit gerechnet, dass sie hinter dem Finale stehen würden. Wir sind einfach eine Turniermannschaft.
Wir steigern uns innerhalb eines Turnieres und deswegen gehören wir genauso wie der Rekordweltmeister USA, die ja auch momentan jetzt nicht so, so gestärkt wirken wie vielleicht in der Vergangenheit mit England, mit Brasilien, mit auch Japan ist immer zu rechnen, Schweden, mit den Leuten gehören wir einfach im Favoritenkreis und von daher hoffe ich natürlich, dass wir diesmal übers Viertelfinale hinauskommen und erstmal Richtung Halbfinale denken können. Okay. Ich denke mal auch, dass wir da ziemlich weit kommen, aber es kommt natürlich auch viel mit Glück. Ne? Man muss immer man muss im Turnier immer ein Stück weit Glück haben. Man muss auch verletzungsfrei durchkommen und ich glaube auch heute noch, wäre Alexandra Popp im Endspiel bei der Europameisterschaft fit gewesen, hätte gespielt, dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch komplett anders ausgegangen. Also da bin ich fest von überzeugt, weil sie strahlt einfach was aus. Und ich wünsche einfach der Mannschaft, dass sie mit dem kompletten Kader, mit dem sie die WM startet, auch bis zum Schluss dabei sein kann und keine Verletzungen dazukommen. Das wünsche ich einfach dem Team und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Das finde ich ja tolle Worte. Dankeschön, das finde ich gut. Es gibt es ja so einen gewissen Boom. Manche sagen, es ist kein Boom. Ich denke mal, es ist ein Boom. Er wird nicht durchgehend sein. Aber wenn jetzt die deutsche Mannschaft gut abschneidet, kann das nochmal diesen jetzigen Boom nachhaltig verstärken? So in den Nachwuchsbereich? Ich glaub, jeder Erfolg. Also es fing schon 2003 an. Es ist immer besser geworden. 2007 hatten wir, glaube ich, nach der WM, als wir heimkamen, eine Live-Übertragung im Fernsehen vom Flughafen zum Römer. Also das hätte es zu dem Zeitpunkt auch nie jemand gedacht, dass es sowas mal geben würde. Wir hatten Empfang auf dem Römer. Da hat man auch gesehen, dann kam wieder so ein kleiner Boom. Es haben sich wieder viele Mädels angemeldet, wollten alle Fußball spielen. Und dann hat man so die ersten Trikots mit Frauennamen und alles sowas gesehen. In der Bundesliga wurde es besser und man braucht immer wieder Erfolge. Es ist einfach so. Wir sind ein erfolgsverwöhntes Land. Wenn wir keinen Erfolg haben, ist eigentlich immer alles schlecht. Aber man kann halt auch nicht immer auf höchstem Niveau spielen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich wünsche es den Mädels einfach. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass es übertragen wird jetzt, dass es endlich geklärt ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da jetzt geeinigt haben mit der FIFA, dass wir ja diese Sichtbarkeit wieder haben, die hoffentlich nutzen können mit schönen Spielen. Und am Ende hoffentlich auch super Ergebnissen und dann am Ende mal gucken, bis wohin wir es schaffen. Wichtig ist, dass wir attraktiven Fußball spielen und dann gucken wir mal, was danach kommt. Ja, genau. Was muss eigentlich noch geschehen, um im Mädchenfußball, Mädchen in den unteren Jahrgangsstufen noch attraktiver zu machen, dass wir noch mehr Mädchen in die Vereine kriegen? Was müssen wir noch machen? Es muss einfach aus der Gesellschaft raus, dass Fußball ein Männersport ist. Ich glaube, es ist immer noch ein Stück weit verankert und viele Eltern sind immer noch der Meinung, mein Kind soll lieber Handball oder Tennis spielen oder sowas statt Fußball. Aber man soll auch einfach den Mädchen einfach auch genauso frei entscheiden lassen wie die Jungs. Wenn sie Lust haben auf Fußball, dann sollen die Eltern das auch so komplett unterstützen. Ich hatte das Glück, dass bei meinen Eltern das nie eine Frage war, ob ich Fußball spielen darf. Bei mir war es einfach so, wir waren eine fußballverrückte Familie. Meine Schwester spielt immer noch, also nicht mehr so hoch, aber meine Schwester ist 3 Jahre älter als ich, also Baujahr 77 und die spielt heute noch Fußball, weil sie einfach Spaß hat. Die hat mittlerweile schon erwachsene Kinder und hat aber trotzdem noch Spaß, unterklassig Fußball zu spielen. Und bei uns war das, wie gesagt, nie ein Thema, ob wir es dürfen oder nicht. Und es ist ein Sport, wie jeder andere auch. Und im Handball gibt es auch Zweikämpfe. Und Frauenfußball ist attraktiv und jeder, der Lust hat, soll es auch spielen können. Und Frauenfußball hat sich enorm weiterentwickelt. Ich kann das immer nur wiederholen und taktisch, technisch, läuferisch. Ja, auch der Männerfußball hat nicht so angefangen, wie er heute ist. Also Das muss man halt immer sich vor Augen führen. Jeder fängt mal irgendwo klein an und den Frauenfußball gibt es einfach noch nicht so lange wie den Männerfußball. Genau. Aber er entwickelt sich und er wird sich die nächsten Jahre auch wieder weiterentwickeln. Und vielleicht sprechen wir irgendwann auch gar nicht mehr drüber, sondern es ist einfach normal. Es ist einfach so. Ja. Genau.
Welche Wünsche hast du für den deutschen Frauenfußball? Ich hoffe natürlich, dass er sich, wie wir eben gesagt haben, weiterentwickelt. Wir haben vor vielen Jahren, habe ich einen Teil dazu beigetragen, wo wir jetzt stehen. Davor gab es viele, viele andere Frauen, die sehr dafür gekämpft haben, für das, was wir jetzt haben. Und ich hoffe, dass die Mädels, und ich sehe das ja eigentlich tagtäglich, auch daran arbeiten, dass der Frauenfußball weiter nach vorne kommt, dass wir wieder erfolgreich werden, vielleicht mal wieder das Turnier gewinnen können, ob es eine EM ist, ob es eine Weltmeisterschaft ist. Und ich wünsche jetzt der Mannschaft alles Gute, dass alle fit bleiben. Und sie sollen einfach die ganzen Momente während einer WM einfach genießen und aufsaugen und ja, dann gesund und munter wieder nach Deutschland kommen. Okay, eine abschließende Frage. Welche Wünsche gehen von dir an die Fußballfans? An alle Fußballfans. Ich hoffe natürlich, dass sie es in irgendeiner Art und Weise, auch wenn sie während der Arbeit vielleicht nur auf dem Handy Fußball gucken können, dass sie die Einschaltquoten nach oben treiben und ja den Mädels da die Daumen drücken und mitfiebern und dann vielleicht den nächsten Weltmeister in Deutschland begrüßen können. Mensch, das war ein tolles Schlusswort, Martina. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Gerne. Du vieles dazu beigetragen hast, nochmal Schwung in die ganze Geschichte reinzukriegen. Also sprich Weltmeisterschaft. Was ein toller Gast, wirklich. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit eurem Format. Okay, danke.